Gut, dann wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Robo-Advisor versus eigenständiges Algo-Trading mit AlgoCamp und natürlich David Varney. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Freut mich, dass ja einige Namen hier immer wieder zu diesem Thema hier auch online sind. Deswegen umso erfreulicher, dass das Thema weiterhin Interesse bei Ihnen weckt. Bevor wir aber tatsächlich jetzt starten, einmal natürlich wie immer den Risikohinweis, bitte lesen und zur Kenntnis nehmen. Dieses Webinar dient nur zu Schulungszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen und die Veranstaltung nicht als Empfehlung verstehen, sondern vielmehr als Ideengeber. Ja. Okay, dann David, werde ich jetzt den Bildschirm an dich übergeben und ja, Perfekt. wünsche viel Spaß. So, vielen Dank für deine Einleitung. Ich heiße Sie auch herzlich willkommen zum heutigen Webinar. Heute wieder mit einem unserer Lieblingsthemen, dem Algo-Trading. Aber heute lautet der Titel Robo-Advisor versus Algo-Trading, also besser gesagt eigenständiges Algo-Trading. Klingt im ersten Moment identisch, aber im Hintergrund stecken eigentlich zwei völlig unterschiedliche Konzepte und die wollen wir heute gemeinsam miteinander bereden. Mein Name ist immer noch David Warney und ich habe heute wieder die Ehre, die nächsten, ja, 60 Minuten mit Ihnen verbringen zu dürfen. Das freut mich immer wieder, wenn hier so zahlreiche Leute zu der Uhrzeit noch dabei sind und ja, gemeinsam mit uns das Thema bestreiten. Für alle, die jetzt neu dabei sind, ich sehe in der Liste einige neue Namen, stelle ich mich gerne noch mal kurz und knapp vor. Ja, ich bin momentan 27 Jahre alt. Ich habe angefangen, also wirklich meine Berufserfahrung in einer Vermögensverwaltung angefangen. Da habe ich insgesamt 9 Jahre gearbeitet. Sprich, ich habe da als ja, mit Ende 15 Jahren angefangen und wollte eigentlich nur eine Ausbildung absolvieren als Programmierer, aber Sie kennen es wahrscheinlich, sobald man ein paar Mal mit der Börse in Kontakt getreten ist, hat man einfach Blut geleckt und man kommt davon nicht mehr weg. Also so ging es mir auch. Insgesamt war ich dann 9 Jahre da angestellt, nicht mehr wirklich als Programmierer am Ende, sondern ich habe mich eher um die Strategien gekümmert und habe die Projekte geleitet, sprich dafür gesorgt, dass die Strategien in ein automatisches Handelssystem halt umgewandelt werden. Und wo stehe ich heute? Ja, vor einigen Jahren habe ich aufgehört in der Vermögensverwaltung und heute bin ich Gründer und Geschäftsführer von AlgoCamp, also der Mitveranstalter von dem Webinar heute. Und ich bin momentan so aufgestellt, dass ich zur Hälfte an der Börse manuell handle und zur anderen Hälfte völlig automatisiert. Die einen oder anderen kennen mich vielleicht von den üblichen Events, der World of Trading, den IB Days oder dem Finanzkongress. Da gibt es auch im nächsten Monat wieder eine Menge Vorträge, gerade auf der World of Trading. Auch beim Live-Trading sind wir mit dabei, was an der Pre-Konferenz gemeinsam mit FX veranstaltet wird. Im November findet auch noch der Finanzkongress 2018 statt und in der aktuellen und auch in den nächsten paar Ausgaben und auch in der Vergangenheit war ich schon mit einigen Artikeln im Traders Mag natürlich, mit welchem Thema auch sonst, mit dem Algo-Trading. Da gibt es unendlich viele Themen, die man noch anreißen kann in dem Bereich und da kennen mich wahrscheinlich die ein oder anderen auch schon. Wenn nicht, dann haben wir heute das erste Mal das Vergnügen miteinander. Das freut mich natürlich auch. Und dann gucken wir direkt mal, was ich heute mitgebracht habe für Punkte. Also wir haben 6 Punkte, die wir heute durchgehen. Erstmal müssen wir schauen, was ist überhaupt Robo-Advisor oder was sind Robo-Advisor? Was ist nochmal das Algo-Trading? Das kennen wahrscheinlich die meisten, Punkt 2 Algo-Trading, aber um die Unterschiede, sprich den Punkt 3 zu besprechen, müssen wir erstmal zusehen, dass wir alle die gleiche Grundlage haben und genau im Detail verstehen, wo der Unterschied ist. Oder was sind überhaupt Robo-Advisor? Was ist überhaupt IO-Trading? Und wenn wir das genau wissen, dann können wir auch herausfinden, wo der Unterschied genau liegt. Ziel ist es heute wirklich nicht zu sagen, am Ende des Webinars, Robo-Advisor sind schlecht oder IO-Trading sind schlecht.
oder das ist besser und das ist besser. Es wird dir kein besser und schlechter geben. Es ist wirklich immer individuell von uns, von unseren Zielen, von unserem Vorhaben, wie wir zu dem Thema stehen. Die Grundlage ist natürlich identisch, aber das war es auch schon. Im Grunde genommen ist das komplette andere Konzept drumherum bei den beiden Punkten völlig unterschiedlich. Und da wollen wir auch noch in die Strategien hereingehen. Also wir schauen uns mal an, was machen eigentlich Robo-Advisor und also was ist da möglich? Welche Strategien fahren Robo-Advisor? Welche Rendite ist möglich? Wo sind da die Vor- und Nachteile? Um am Ende, dass wirklich am Ende alle nach dem Webinar hier herausgehen aus dem virtuellen Konferenzraum und wissen, was die zwei Punkte sind und auch ganz genau wissen, was zu uns passt. Vielleicht sagen die einen oder anderen, ich kannte bisher nur Algo-Trading, aber Robo-Advisor finde ich viel interessanter. Oder man hat beides mal gehört, aber man weiß endlich, wo genau der Unterschied ist und man weiß, okay, Algo-Trading ist doch das Bessere oder das Richtige für mich. Fangen wir an mit der ersten Definition. Mit dem Algo-Trading, also dem eigenständigen, selbstständigen Algo-Trading. Das ist das, was wir wahrscheinlich fast alle oder sehr viele kennen oder schon mal gehört haben oder Erfahrungen mitgesammelt haben. Das bedeutet, dass wir einfach eigenständig in unserem MetaTrader, den wir hier kennen, unsere Handelssysteme beispielsweise laufen lassen. Also im eigenständigen Bereich haben wir Handelssysteme, zum Beispiel im NinjaTrader. Wir haben sie im MetaTrader, nennt man sie auch Expert Advisor für MetaTrader 4 oder MetaTrader 5. Es gibt noch andere Handelsplattformen wie der C-Trader oder der Agena Trader. Überall können wir im Grunde genommen Handelssysteme laufen lassen. So, wenn wir sie eigenständig laufen lassen, wie im klassischen eigenständigen Algo-Trading, können wir tun und machen, was wir wollen. Ich kann mir jetzt hier in meinem MetaTrader, das ist wirklich recht simpel, ich nehme hier einfach einen Standard-EA. Lass es laufen, wende es auf den Chart an. Wenn ich jetzt hier oben auf Auto-Trading drücken würde, dann würde er loshandeln. Das mache ich jetzt hier nicht, weil es ein Live-Konto ist, aber das ist eigenständiges Trading. Ich kann mir noch 10 weitere Charts aufmachen, ich kann den Chart wechseln, mir andere Zeitfenster einbauen. Ich kann tun und machen, was ich will. Am Ende des Tages stört es keinen außer uns. Wenn wir unser Geld damit verbrennen, wenn wir damit 200% am Tag verdienen oder verlieren, keiner steht hinter uns und sagt irgendwie, na, das ist jetzt nicht okay. Aber wir können uns auch die wildesten Strategien zusammenklicken und irgendwelche schönen Performance-Kurven mit dem Strategiebilder zusammenklicken. Aber wir haben keine Kontrolle. Das kann ein Vorteil sein, aber auch ein Nachteil. Aber das verstehen wir so als eigenständiges Algo-Trading. Ich habe einen, wenn wir das Ganze nüchtern sehen und langweilig betrachten, ein Stück Software, was ich immer MetaTrader, NinjaTrader, was auch immer, aktiviere und laufen lasse. Was ich morgen ausmachen kann, was ich übermorgen wieder starten kann, was ich zwischendurch verändern kann. Das ist so das typische Algo-Trading. Sprich, ein Stück Software, was nach einem festen oder nach einer fest definierten Strategie handelt. Das heißt, wenn die Strategie besagt, trade oder geh long, wenn der Markt 20% fällt, dann macht die das, egal was drumherum passiert. Wir als manueller Trader hätten wahrscheinlich ja ein paar Probleme, das umzusetzen, wenn wir uns vorstellen, der Markt ist jetzt um 20% gefallen und wir wissen aber, dass wir gerade politische große Ereignisse haben und gefühlt die halbe Welt untergeht, dann würden wir der Strategie nicht folgen und wahrscheinlich nicht long gehen, wenn der Markt um 20% gefallen ist, sondern wir würden dann wieder so ein bisschen Bauchgefühl mit einfließen lassen, was der Roboter nicht machen würde. Der Roboter macht das, was wir ihm gesagt haben. Und wenn der Markt gestern schon 90% gefallen ist und heute nochmal 20% fällt, dann geht er heute einfach long. Also ein Roboter ist völlig nüchtern und setzt das um, was wir ihm mal beigebracht haben. Das ist so das klassische Algo-Trading. Also wirklich einfach eine Automatisierung einer Strategie. Wir sind dafür verantwortlich, dass es technisch läuft. Also wenn ich das jetzt hier auf meinem Trading-Server habe, dann kann ich den schließen. Das Handelssystem läuft weiter. Wenn der Trading-Server abstürzt oder der MetaTrader irgendwelche Probleme hat oder die Verbindung zum Broker verliert, dann ist es unser Problem. Wir haben also hier keinen Vermögensverwalter oder keinen Verantwortlicher, zu dem wir denn gehen können und sagen können, na, da stimmt aber was nicht. Das war jetzt aber nicht in Ordnung. Wieso läuft denn das nicht? Sondern wir sind dafür verantwortlich. Für die Beschaffung,
Das heißt, entweder haben wir eine Strategie und programmieren wir die als Handelssystem, sodass wir hier MetaTrader beispielsweise Expert Advisor haben. Oder aber wir sagen, ich habe gar keine Strategie, ich wüsste gar nicht, wo ich da anfange, dann kaufe ich mir einfach eine fertige Lösung oder miete mir eine fertige Lösung und setze es dann letztendlich um. Sprich, ich aktiviere es hier im MetaTrader. Das sind die zwei Möglichkeiten, wie wir es beschaffen. Ob wir da Fehler machen oder nicht, das ist völlig am Ende des Tages wirklich unser Problem. Und jetzt wird es etwas komplizierter, den Unterschied zu finden zur Definition von, kurz meine Maus wieder finden, zu Robo-Advisor. Was sind Robo-Advisor? Einfach übersetzt bedeutet Robo-Advisor einfach nur der digitale Berater oder der Roboterberater, wenn man es so übersetzen möchte. Der Begriff ist in Deutschland zumindest noch nicht so alt. Der wurde in den letzten Jahren geprägt durch diverse Finanzstartups, die so ein bisschen die eingestaubte Vermögensverwaltung etwas erneuern wollten oder auf ein neues Level bringen wollten. Sprich, sie haben sich was überlegt und gesagt, den klassischen alten Vermögensverwalter oder Vermögensberater, den brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nicht mehr zu jemandem gehen, der wahrscheinlich auch nicht allzu viel Ahnung hat. Jemand, der hohe Provisionen nimmt oder hohe Gebühren nimmt, das wollen wir nicht mehr. Also bieten wir einen digitalen Vermögensverwalter an, einen digitalen Berater. Und da gibt es heute einige Startups. Als sie vor ein paar Jahren herausgekommen sind oder so die ersten nach Deutschland kamen, da war das Thema, was die Regulierung angeht, noch ein bisschen schwammig. Den Begriff Robo-Advisor, den gab es so, glaube ich, in den Finanzgesetzen noch gar nicht oder in den Gesetzen der Aufsichtsbehörden. Und am Anfang gab es auch ein paar unregulierte Anbieter. Das waren jetzt nicht zwingend schwarze Schafe, sondern es gab einfach noch keine genaue Gesetzesauslegung dafür. Heute ist es natürlich alles fest definiert. Heute ist ganz klar, Robo-Advisor in dem klassischen Modell, die brauchen eine Lizenz von der BaFin zur Vermögensverwaltung. Das heißt, heute ist das von der Aufsicht her, von der Regulierung her auf einem professionellen Niveau. Da ist jetzt nichts, wovon wir Angst haben sollten, wenn wir bei den regulierten Anbietern sind. Und der Robo-Advisor, also der digitale Berater, hat eine Gemeinsamkeit mit dem klassischen eigenständigen Algo-Trading. Und zwar führt die Aktivitäten an der Börse, das heißt kaufen, verkaufen, Stop-Loss setzen, Position schließen, führt ein Roboter durch. Das heißt, da sitzt kein Berater irgendwo und verwaltet unser Geld, sondern das macht ein Roboter. So wie auch beim eigenständigen Trading hier in meinem MetaTrader, wo die Expert-Advisor laufen. Die gleiche Grundlage hat auch ein Robo-Advisor. Nun, der Unterschied beim Robo-Advisor ist, dass wir, ja, wie soll ich das sagen? Wir sind nicht so sehr im Alltag mit eingebunden. Das heißt, beim Algo-Trading, beim klassischen Algo-Trading kümmere ich mich ja um alles. Ich installiere hier den MetaTrader, ich logge mich mit dem Konto ein, ich besorge mal die Handelssysteme, lasse sie hier laufen. Also ich kann wirklich viel selbst machen. Ich kann sie testen, ich kann die Sachen optimieren. Also ich habe alles in der Hand, von A bis Z. Ich kann den Broker auswählen, wenn ich sage, das System läuft hier irgendwie nicht so gut, ich muss wechseln oder es läuft woanders nicht, ich wechsle hier rüber. Alles, also wirklich alles bis ins kleinste Detail kann ich eigentlich selbst bestimmen. Also wirklich, wenn wir es vergleichen, sind wir hier quasi selbstständig im Algo-Trading-Bereich unterwegs. Und im Robo-Advisor ist es so, wir gehen auf eine Webseite von einem Robo-Advisor-Anbieter und füllen da ja in der Regel erstmal so zwei, drei Fragen aus. Frage 1, wie viel Geld möchten Sie investieren? Frage 2, über welchen Zeithorizont möchten Sie das Geld anlegen? Und die dritte Frage ist in der Regel, welches Risiko möchten Sie fahren? Also sind wir gewinnorientiert? Da sind wir auf Kapitalerhalt aus, da sind wir im mittleren Bereich unterwegs. Und dann bekommen wir in der Regel eine Performance angeboten, die okay ist. Also wenn wir sie mit dem klassischen Algo-Trading oder dem eigenständigen Algo-Trading relativ gering, aber wenn wir das Ganze mit den Zinsen auf dem Bankkonto oder generell den aktuellen Zinsen vergleichen, ist die Performance schon gut.
So, wir bekommen also drei Performance angeboten. Einmal, wenn wir ein kleines Risiko eingehen wollen, wenn wir ein mittleres Risiko angehen wollen und ein hohes Risiko angehen wollen. Dann wählen wir eins davon aus. Wir eröffnen irgendwo ein Konto bei einer Depotbank, machen das Depot auf, zahlen das Geld ein, unterschreiben die Verträge und das war's. Dann hören wir oder dann müssen wir die nächsten x Jahre, also so lange, wie wir das Geld investieren, nichts mehr machen. Das heißt, wir sind völlig raus aus dem Alltag, sage ich mal, was die Handelssysteme angeht. Wir haben also keinen MetaTrader, den wir hier pflegen. Wir passen keine Parameter an. Wir haben gar nicht den Einblick so wirklich drin. Also da kommen wir auch gleich direkt zu den Unterschieden. Wir sind völlig raus. Und da beginnt schon die Frage, was ist für mich richtig oder was ist besser oder schlechter? Das gibt es hier wirklich nicht in dem Bereich, sondern es ist personenabhängig. Also wenn ich so auf die World of Trading beispielsweise schaue, was da für interessierte Trader oder Traderinnen langlaufen, die möchten natürlich immer viel erleben und sehen. In der Regel möchten sie gerne manuell handeln und möglichst ständig handeln und immer was sehen und viele Charts offen haben, möglichst viele Indikatoren drin haben. Also sie möchten wirklich nah am Markt sein. Das ist so die Kategorie 1 und gerade eher so auf den Investmentmessen oder auf Events von Vermögensverwaltungen oder etwas anderen Events, da ist es nicht so, dass wir da das Klientel haben, was sagt, ja, ich möchte mich mit beschäftigen, ich möchte mich erstmal einlesen, ich möchte Handelssysteme testen und so weiter. Es gibt einfach Leute, die ganz klar sagen, ich habe hier Geld, das möchte ich anlegen, ich möchte mich vielleicht eine halbe Stunde damit beschäftigen, aber dann lass mich bloß in Ruhe damit. Dann will ich erst in 10 Jahren wieder was von hören, und zwar dann, wenn ich das Geld wieder ausgezahlt bekomme mit den Zinsen. Und da müssen wir für uns die Frage stellen, was wollen wir eigentlich? Beim Robo-Advisor, ganz klar, ist es vielleicht eine Sache von einer halben Stunde. Verträge ausfüllen, abschicken, Geld einzahlen und das war's. Beim Robo-Advisor, da ist es natürlich mehr Aufwand, aber hier haben wir viel mehr Möglichkeiten noch zu agieren. Und da können wir gleich mal direkt zu den Vor- und Nachteilen gehen, dass wir es nicht vorwegnehmen, um die Punkte nochmal im Detail zu sehen. Fangen wir mit dem Algo-Trading an. Also Vorteil im Algo-Trading, also im eigenständigen Algo-Trading, sprich ich besorge mir ein Handelssystem, ich programmiere mir eins oder lass mir eins programmieren, haben wir theoretisch sehr hohe Renditemöglichkeiten. Das heißt, natürlich nicht garantiert, das muss man hier auch so sagen, bei den Robo-Advisern. Auch bei den Robo-Advisern wird in der Regel keine Performance garantiert, sondern es sind die Strategien der Robo-Advisor basieren genauso wie Handelssysteme, die wir im Netz kaufen können oder uns programmieren, auf Backtests. Natürlich geht man davon aus, dass die Robo-Advisor, wo wirklich große digitale Vermögensverwalter dahinter stecken, dass da mit einer hohen Qualität getestet wird. Aber auch das ist keine Garantie dafür, dass ein System ewig lange funktioniert oder wir eine garantierte Rendite bekommen. Beim Algo-Trading, was die Strategien angeht, ist es aber so, dass das an unserer Hand liegt. Wenn ich beispielsweise eine Möglichkeit gefunden habe, um einen Preis, also einen Arbitrage zum Beispiel durchzuführen, ich weiß, der eine Broker, der preist mal die eine Aktie nicht so schnell, dann kann ich dann Arbitrage durchführen. Oder ich habe eine Strategie, die extrem viel und schnell handelt. Dadurch kann ich einfach sehr hohe Renditen erwirtschaften, natürlich auch mit einem hohen Risiko. Aber das ist in der Regel beim klassischen Robo-Advisor zum Beispiel nicht möglich. Weil Robo-Advisor-Strategien, oder kommen wir später noch mal ein bisschen im Detail drauf, haben in der Regel immer eine sehr konservative Anlagestrategie. In der Regel können wir mit einem Robo-Advisor nicht den Index schlagen. Das heißt, bei Robo-Advisern investieren wir in der Regel, ich glaube fast ausnahmslos, immer nur in ETFs. Und damit ist es natürlich sehr, sehr schwer, den Index zu schlagen. Aber wie gesagt, dazu kommen wir später nochmal ins Detail, was die Strategien angeht. Beim Algo-Trading haben wir einfach rein theoretisch eine hohe Rendite, die machbar ist. Hängt davon ab, wie gut unsere Systeme sind. Aber theoretisch ist sie hier erreichbar. Beim Robo-Advisor, wie gesagt, aufgrund der Strategien nur sehr schwer bis eigentlich fast nicht möglich.
Ich kenne natürlich nicht alle Robo-Advisor. Kann auch sein, dass es einige gibt, die ganz andere Strategien fahren, aber die klassischen Robo-Advisor, die ich mir auch mal angesehen habe, die sind etwas konservativer unterwegs. So, wir haben hier keine Abhängigkeit von einem Dienstleister. Das finde ich persönlich immer sehr wichtig. Ich mag Abhängigkeiten generell nirgendwo, auch schon gar nicht bei einer Finanzanlage. Und hier haben wir natürlich keinen digitalen Vermögensverwalter, sondern hier sind wir unabhängig von jedem. Natürlich brauchen wir ein Konto beim Broker, aber wenn irgendein Broker uns ausschließt oder uns nicht mehr mag, dann gehen wir zu einem anderen Broker. Das ist jetzt keine wirkliche Abhängigkeit. In der Regel können wir auch fast überall alles handeln. Also hier haben wir nicht eine Abhängigkeit. Das heißt, uns kann keiner das Trading so gesehen unterbinden. Wenn der Broker uns nicht mag, dann gehen wir woanders hin. Es wird nicht vorkommen, dass das Asset plötzlich nicht mehr handelbar ist, vielleicht nur temporär aufgrund von hoher Volatilität. Aber hier ist keiner, der von heute auf morgen sagen kann, nein, ich möchte nicht mal, dass hier meine Kunden Geld verdienen oder Geld mit mir anlegen. Ich sage jetzt Stopp, das geht hier nicht. Wir sind halt selbstständig, wenn wir es so sehen möchten. Die Assets, die können wir auch frei auswählen. Das heißt, in der Regel handeln wir natürlich alle immer gerne den DAX und den Euro-Dollar. Das sind so die Klassiker. Aber wenn wir Strategien haben für die türkische Lira gegen den südafrikanischen Rand oder wenn wir irgendwelche Penny Stocks handeln möchten, wir können es einfach machen als eigenständiger Algo-Trader. Beim Robo-Advisor sieht das wieder anders aus. Da haben wir nur eine kleine Auswahl an vordefinierten ETFs, die wir natürlich nicht selbst bestimmen, sondern die Strategie der digitalen Berater. Aber da haben wir zum Beispiel nicht solche hochriskanten, besser gesagt, Anlagemöglichkeiten. Kann ein Vorteil, kann aber auch natürlich ein Nachteil sein. Das hängt immer stark von uns ab, wie sehr wir uns unter Kontrolle haben und wie sehr wir ja mit Vorsicht an die ganze Sache herangehen können. Wir können die Strategien selbst verwalten, kann natürlich auch wieder ein Nachteil sein, aber wir haben hier einfach die Möglichkeit, jederzeit dran zu justieren. Wenn ich eine Strategie habe, die zum Beispiel auf den SMA cross-basiert, ob das jetzt profitabel ist oder nicht, das ist nur ein Beispiel, aber wir können jederzeit sie optimieren, wir können dran feilen und das ist auch wieder so eine persönliche Sache, wo jeder für sich entscheiden muss, mag ich das oder mag ich das nicht? Also macht mir das Thema Spaß? Möchte ich daran feilen und immer beobachten? Oder bin ich wirklich eher der Typ, der sagt, lass mich bloß in Ruhe damit, nimm mein Geld und wir reden uns in 10 Jahren wieder. Das ist so der Unterschied. Jetzt gibt es aber auch natürlich, wie so oft, Nachteile. Das haben wir auch beim Algo-Trading. Und ich glaube, erfahrungsgemäß ist der größte Nachteil im eigenständigen Algo-Trading einfach die Einarbeitungszeit, die nötig ist. Der einfachste Weg ist natürlich, wir sagen, ich will mich da gar nicht einarbeiten, ich kaufe mir jetzt irgendwo ein Handelssystem, lasse es laufen und dann ist die Nummer für mich erledigt. Ist natürlich möglich, aber wir müssen uns auch selbst unter Kontrolle haben. Ich erzähle das immer wieder gerne. Wir haben zum Beispiel auch bei AlgoCamp leider auch Kunden, die sich profitable Handelssysteme bei uns kaufen, lassen sie laufen. In der Zeit, wo sie die laufen lassen, sind die bei fast allen Kunden, die das System auch nutzen, profitabel, aber bei ein, zwei Kunden nicht. Woran liegt das? Ich habe dazu auch mal ein Video gemacht. In der Regel sitzen die Verluste vor dem Monitor. Das ist in diesem Fall leider auch so. Wer sich selbst nicht unter Kontrolle hat oder die Handelssysteme nicht in Ruhe arbeiten lässt, der wird auch mit der profitabelsten Strategie nicht erfolgreich werden. Wenn das System mal kurz im Minus ist, man sofort eingreift und sagt, ich gehe jetzt hier raus. Oder wenn das System ein, zwei Pips im Gewinn ist und man nervös wird und sagt, na, ich nehme das jetzt mit, dann wird das nichts. Also es gibt da viele, viele Stolperfallen, das ist der letzte Punkt, aber bei der Einarbeitungszeit, uns muss bewusst sein, was wir eigentlich machen. Wir können, wenn wir es so sehen, nicht uns einen Sportwagen kaufen, direkt nach dem Führerschein und dann schon auf der Straße oder auf der Rennbahn irgendwelche Rennen fahren, das schaffen wir nicht. Das wird früher oder später in die Hose gehen und so vergleichbar ist es hier auch mit dem Algo-Trading. Also Einarbeitungszeit, die ist wirklich groß. Und da kommen wir wieder zu dem Unterschied. Wenn wir uns das vorstellen, wir sind auf einer Investor-Gala mit vielen, die einfach Kapital unterbringen möchten, Family Offices oder Vermögensverwaltungen, die wirklich extrem hohe Gelder unterbringen möchten. Oder ein einfaches Beispiel, was wir uns vorstellen können. Wir haben
Menschen, die viel geerbt haben und jetzt ihren Lifestyle leben möchten und sich gar nicht mit beschäftigen möchten, zu denen können wir natürlich nicht sagen, installier dir mal den MetaTrader, dann installierst du dir den Expert Advisor, dann machst du mal einen Backtest, dann stellst du hier was ein, klickst da und da, das wollen die Leute gar nicht. Also es ist wirklich eine individuelle Sache, wie sind wir eigentlich gepolt, was möchten wir oder was sind wir vom Typ Mensch eigentlich. Viele schwarze Schafe unterwegs. Ein ganz großes Problem, wo wir von Eurocamp auch am Anfang massiv zu kämpfen hatten. Der Begriff Expert Advisor oder Handelsroboter oder Handelssysteme, der ist ziemlich in den Dreck gezogen worden, so in den letzten Jahren, weil es einfach zu viele, ja, wirklich zu viel Schrott am Markt gibt. Es gibt tausende von Handelssystemen, die von der Performance-Kurve wunderbar aussehen. Links unten geht's los, oben rechts ist die Kapitalkurve, monatlich hunderte von Prozent. Im Grunde genommen der heilige Gral für vielleicht 95 Euro oder so. Im Endeffekt steckt immer das Gleiche dahinter, irgendwelche Martingale-Systeme oder irgendwelche gefakten Backtests. Und dadurch haben alle negative Erfahrungen gesammelt oder sehr, sehr viele. Und in der Kundenarbeit mit AlgoCamp merken wir einfach mal ganz oft, wie viele Kunden, also viele Trader einfach schon verbrannt sind durch die schwarzen Schafe. Und dadurch, das ist halt auch eine, ich sag mal, ein Thema, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, einfach die schwarzen Schafe weiß oder aus dem Markt zu verdrängen und einfach hier einen seriösen Touch dem Ganzen zu geben. Da sind wir schon länger dabei und wir machen das beispielsweise durch Live-Konten, die wir verifizieren an MyFXBook, durch Livestreams beispielsweise, die wir auf unsere Live-Konten schalten, wo sich bei YouTube jeder den ganzen Tag einfach das Konto angucken kann und selbst ein Bild machen kann, wo einfach nichts versteckbar oder fakebar ist. Solche Dinge zum Beispiel machen wir, um dem ganzen Thema wieder ein besseres Image zu verleihen, als es so in den letzten Jahren bekommen hat. Und die Stolperfallen. Das widerspricht sich so ein bisschen mit dem Vorteil, wir sind frei in dem, was wir machen. Also wenn ich mir jetzt ein Handelssystem kaufe für 97 Euro und das in Wirklichkeit völlig schlecht ist, dann kann ich das natürlich auf die türkische Lira anwenden, auf den südafrikanischen Rand, auf den britischen Pfund. Ich kann extrem hohes Risiko fahren. Ich kann zu Brokern gehen, die nicht reguliert sind und mir einen Hebel von 500 anbieten. Kann ich alles machen. Das ist alles schön. Wir sind völlig frei und unabhängig. Aber das sind Stolperfallen für uns, weil keiner hinter uns steht, der sagt, was machst du hier eigentlich? Du fährst viel zu viel Risiko oder die Systeme, die du laufen lässt, die sind völlig schlecht. Das sind viele Stolperfallen, über die wir oft fallen und gerade auch Einsteiger in dem Bereich fallen. Deswegen muss man diesen Vorteil oder auch Nachteil mal so ein bisschen abwägen. Wir sind natürlich frei, wir können machen, was wir wollen, gerade mit unserem Geld, aber auf der anderen Seite heißt es, wir können auch so oft hinfallen, wie wir wollen, und keiner beschützt uns davor. Das ist Algo-Trading. Jetzt das Gleiche für die Robo-Advisor. Was sind da die Vorteile? Natürlich immer so ein bisschen die Nachteile von dem anderen. Sind hier die Vorteile? Wir haben kaum Zeitaufwand. Wenn wir also wirklich Typ Menschen sind, die sagen, ich habe hier Geld, ich will das einfach nur irgendwo loswerden und am Ende mehr zurückbekommen, ich will mich nicht mit beschäftigen, ich habe gar keine Ahnung von und das ist so langweilig, dann sind Robo-Advisor eine moderne Möglichkeit, um anzulegen. Wie gesagt, Zeitaufwand, ein paar Klicks, wir müssen nicht mal wirklich irgendwo hingehen. Die ganze Identifikation findet online statt, Geld überweisen über das Online-Banking und dann haben wir erstmal ein paar Jahre Ruhe. Wir möchten zum Teil 20, 30 Jahre, hören wir nichts mehr davon und das Geld ist angelegt. Die Strategien dahinter sind natürlich auf jeden Fall erprobt. Da wird keiner so wie wir vielleicht, wenn wir anfangen mit dem Algo-Trading, sitzen bei dem Robo-Advisor und sagen, guck mal hier, ich habe bei MQL für 10 Euro ein Handelssystem gefunden und das macht mir jedes Jahr 200%. Dann lasse ich das jetzt mal für meine Kunden laufen. Das wird dann natürlich nicht sein. Die Robo-Advisor-Firmen haben natürlich ein großes Interesse daran, dass die Kunden Geld verdienen. Denn wenn die Kunden Geld verlieren, spricht sich das herum und es kommen keine Neukunden hinzu. Sprich, das ganze Geschäft geht bergab. Also sie haben einfach schon ein Eigeninteresse daran, auch durch die eventuelle Performance-Gebühr, die sie selbst nehmen. Also da können wir in der Regel wirklich davon ausgehen, dass sie die Strategie schon mal ordentlich getestet haben. Aber ganz klar, hier dürfen wir keine Raketenwissenschaft erwarten.
Wir von Algocamp haben auch schon mit sehr, sehr vielen Vermögensverwaltungen oder Family Office gearbeitet, sprich Firmen, die einfach nur Geld von Familien oder Geld von Einzelpersonen verwalten, sehr viel Geld verwalten. Und da denkt man natürlich auch, dass die mit Champagner kochen. Aber im Grunde genommen kochen auch nur die mit Wasser. Und im Grunde genommen sind die zum Teil auf dem gleichen technischen Niveau oder Verständnisniveau wie Einsteiger im Algo-Trading. Nur, dass sie die ganzen Fehler oder Aktivitäten mit viel, viel, viel mehr Geld machen. Also erprobte Strategien, das ist auf jeden Fall ein großer Vorteil hier. Da können wir natürlich zu einem Anbieter gehen, der, ja, ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es schwarze Schafe, die auch schlechte Strategien haben, aber ich denke mal nicht, dass diese auch reguliert sind, sondern sie machen sich aber ein Geschäft damit kaputt. Wenn ich Autos verkaufe, werde ich auch keine schlechten Autos verkaufen. Denn das spricht sich rum, macht mir das Geschäft kaputt. Wobei, wenn wir so auf die aktuelle Lage schauen, dann ist das Autobeispiel nicht so passend. Okay, kein Fachwissen nötig. In Finanzen, ja. Ich weiß gar nicht, ob das so die Bedingung ist, um bei Robo-Advisor Geld anzulegen, ob wir das gefragt werden, ob wir nur Geld anlegen dürfen, wenn wir schon ein bisschen Ahnung haben. Das weiß ich gerade gar nicht. Aber technisch brauchen wir überhaupt gar kein Wissen. Beim Algo-Trading natürlich brauchen wir hier ein bisschen Wissen. Wie installiere ich sie mit dem MetaTrader? Wie mache ich hier eigentlich einen neuen Chart auf? Wie trade ich? Wie installiere ich den Expert Advisor? Wie mache ich die Verbindung zum Trading-Server auf? Das alles ist an sich nicht die größte Kunst. Das erlernt man relativ schnell, aber man müsste es erlernen. Beim Robo-Advisor muss man technisch eigentlich nur den Browser aufbekommen. Vielleicht noch den Drucker bedienen, um die Verträge auszufüllen und den Scanner zu bedienen, um die Sachen wieder einzuscannen. Das war es auch schon, was wir hier so ein technisches Know-how brauchen. Wir haben keine Bearbeitungsgebühr mehr. Der Berater ist, oh ja, ein kleiner Schreibfehler, nicht digital, sondern digital. Der digitale Berater, der verlangt natürlich kein Gehalt, der nimmt keine direkte Bearbeitungsgebühr, wie es vielleicht früher war beim klassischen Bankberater oder Anlageberater, das fällt hier weg. Aber der letzte Nachteil, der widerspricht dem gleich wieder so ein bisschen. Ein großer Nachteil ist die hohe Mindesteinlage. Ich glaube, so durchschnittlich nehmen die Robo-Advisor gut 10.000 Euro Minimum. Es gibt aber auch ein paar, die auch schon bei 5.000 Euro anfangen. Es gibt einige, die sich auf höhere Summen spezialisiert haben. Da geht es erst ab 100.000 Euro los. Und das ist ein großer Nachteil, den wir beim klassischen eigenständigen Algo-Trading nicht haben. Hier können wir, wenn wir nur Erfahrung sammeln, natürlich werden wir nicht damit reich, aber wenn wir einfach nur erste Schritte gehen wollen, können wir rein theoretisch uns hier ein Live-Konto aufmachen bei FXWert, zahlen 200 Euro ein und entweder programmieren wir uns ein Handelssystem oder wenn wir wirklich nur Erfahrung sammeln wollen, dann kaufen wir uns irgendwo ein Schrottsystem, um Verständnis dafür zu bekommen. Na klar, mit 200 Euro werden wir jetzt keinen Lebensunterhalt bestreiten können. Oder wir gehen das gleich professionell an und kaufen uns ein ordentliches Handelssystem für vielleicht 500.000, 1.500 Euro und lassen das mit wenig Kapital laufen, mit 500 oder 1.000 Euro, um Erfahrung zu sammeln und stocken das Ganze dann auf. Hier haben wir halt beim klassischen eigenständigen Algo-Trading keine hohe Mindesteinlage. Ja, die Mindesteinlage ist eigentlich immer die Mindesteinzahlung beim Broker und die ist heutzutage sehr, sehr gering. Also mit weniger als 1 Euro brauchen wir eigentlich auch gar nicht anfangen. Und der Vorteil ist hier, dass wir das Volumen halt wirklich sehr, sehr stark runter skalieren können. Gerade bei den Devisen müssen wir keine ganzen Lots handeln, sondern wir können Mini- oder Mikro-Lots handeln. Das heißt, wenn wir die kleinste Einheit handeln, dann macht die kleinste Bewegung am Markt 10 Cent aus. Und das ist sehr, sehr gering. Im Umkehrschluss können wir auch mit sehr, sehr wenig Kapital fahren, ohne ein hohes Risiko in Kauf zu nehmen. Also großer Nachteil hier bei den Robo-Advisern, ein großer Vorteil bei dem klassischen eigenständigen Algo-Trading. Die Rendite hatte ich vorhin auch kurz angesprochen, die ist ja mittelmäßig, muss nicht zwingend ein Nachteil sein. Rendite und das Risiko oder der Drawdown, das nimmt sich ja immer so ein bisschen die Waage. Möchten wir eine hohe Rendite haben, dann müssen wir zwangsmäßig auch ein hohes Risiko fahren oder einen hohen Drawdown in Kauf nehmen.
möchten wir wenig Risiko fahren und sind eher so ein bisschen auf Kapitalerhalt und kleinen Gewinnzuwachs aus, dann müssen wir keine hohe Rendite, kein hohes Risiko eingehen, sondern ein mittleres Risiko. Also es ist logisch, hohes Risiko, hohe mögliche Rendite. Gehen wir ein kleines Risiko ein, haben wir eine kleine mögliche Rendite. Und bei den klassischen Robo-Advisor-Strategien ist natürlich nicht das Zocken im Fokus. Also wir können ja nicht, wie wenn wir manuell traden, die ganze Marge mit einer Position ausnutzen und das Konto in 10 Sekunden gegen die Wand fahren. Das ist natürlich nicht das Ziel irgendeiner Strategie, irgendeines Robo-Advisors. Aber wie gesagt, ich kenne nicht alle bis ins Detail, aber die Masse ist natürlich darauf aus, dass der Kunde da auch Geld verdient. So, der letzte Nachteil, das widerspricht sich so ein bisschen mit dem letzten Vorteil. Wir hatten ja gesagt, keine Bearbeitungsgebühr dadurch, dass der digitale Berater wegfällt. Aber wir haben dennoch einen weiteren Mittelsmann, der halt mitverdient. Wir können, wenn wir sagen, Algo-Trading, das ist mir zu technisch, das mag ich irgendwie immer noch nicht. Robo-Advisor ist mir irgendwie. Ah, was ich mag ich auch nicht. Ich möchte da keinen Mittelsmann haben, also keinen Robo-Advisor. Dann können wir rein theoretisch den Robo-Advisor auch selbst nachbauen, indem wir uns einfach ein ETF-Portfolio zusammenstellen. Was würden wir machen? Wir würden uns eine Strategie ausdenken, aus dem Netz finden, durchrechnen, würden ein Depot eröffnen und würden dort ETFs ins Depot holen. Die würden wir dann entweder kostenlos über unsere Depotbank beziehen, oder würden halt einfach eine kleine Gebühr zahlen. Wenn wir das Ganze über die Robo-Advisor machen, dann wird das natürlich immer natürlich Arbeit ab. Wir müssen uns nicht informieren, welche ETFs, welche Strategien und so weiter, sondern wir sagen dem Robo-Advisor hier, nimm mein Geld, arbeite damit und bring es mir mit noch mehr zurück. Und natürlich nimmt der Mittelsmann hier noch mal ein bisschen mehr Geld. Also die Firma, der Robo-Advisor, der muss natürlich auch was verdienen. Das ist auch kein ehrenamtlicher Verein, der dafür sorgt, dass alle zum Reichtum kommen, sondern wir kaufen hier dann quasi nicht die ETFs direkt einfach an der Börse oder sonst wo, sondern wir zahlen erstmal dem Robo-Advisor eine kleine Gebühr, der kauft die dann an der Börse, packt die uns ins Depot. Und hier natürlich nimmt dann eine kleine Gebühr on top, die wir beim eigenständigen Algo-Trading nicht zahlen würden. Oder aber auch beim eigenständigen manuellen Trading investieren nicht bezahlen müssten. Kann man als Nachteil sehen. Ich nehme es jetzt nicht wirklich als großen Nachteil auf. Es ist, denke ich mal, allen klar. Bei Robo-Advisor-Firmen, da arbeiten auch Leute. Die Roboter, die wachsen nicht auf den Bäumen. Die müssen auch entwickelt werden und erschaffen werden. Die ganze Struktur muss aufrecht gehalten werden. Der Support, viel Aufwand ist da. Und irgendwo muss natürlich die Firma auch das Ganze finanzieren und möchte natürlich auch Gewinne erzielen. Und das machen die in der Regel über Gebühren. Das heißt, Performancegebühr und oder einfach eine Verwaltungsgebühr. Das heißt, x Prozent vom Kapital oder x Prozent von dem Geld, was wir investieren. Und das ist im Grunde genommen der große Unterschied zwischen Robo-Advisor und dem Algo-Trading. Hier muss man wirklich, ich hatte es ja am Anfang gesagt, wir können hier nicht sagen, ah, Robo-Advisor, das ist nicht mein Ding, Algo-Trading, das ist total schlecht. Es gibt nicht die Lösung. Gerade auf Messen oder anderen Events habe ich einfach immer wieder Leute kennengelernt, die völlig unterschiedlich sind, was das Geld angeht und nicht zu jedem passt es. Also das Beispiel von vorhin, wenn wir uns das so ein bisschen bildlich vorstellen, junge Person, viel geerbt, möchte sich gar nicht mit dem Thema beschäftigen oder ist vielleicht schon älter, hat ein großes Vermögen. Nicht jedem können wir sagen, installiere hier den MetaTrader und pack da einen Ordner rein, verschiebe hier eine Datei, benenne die um und stell da ein paar Parameter ein. Das ist natürlich völlig unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Ich bevorzuge natürlich immer das klassische eigenständige Algo-Trading, weil ich es natürlich auch beherrsche. Es ist ein bisschen, als ob ich sonst jahrelang Autos repariere. Mein Auto ist kaputt, dann würde ich es auch selbst reparieren und nicht zur Werkstatt bringen. Denn die Werkstatt bräuchte länger, würde dafür mehr Geld nehmen, als ich mir selbst zahlen würde. Und so ist es hier bei mir in dem Fall mit dem Algo-Trading halt auch. So,
Und die Frage ist natürlich, oder es geht natürlich nicht, was mir lieber ist, sondern die Frage ist natürlich, was Ihnen da draußen lieber ist. Und ich finde, bei der Wahl kommt es wirklich darauf an, was möchten Sie machen. Natürlich, wenn man Spaß dabei haben möchte, und ich glaube, sehr viele finden das Trading eigentlich nur interessant, weil wir unabhängig sind. Wir können zu Hause im Schlafanzug vor dem Rechner sitzen oder im Bett liegen mit dem Notebook und wir können, wenn wir es können, Geld verdienen oder auch Geld verlieren. Wir können Handelssysteme verwalten, wir können einfach alles machen und sind völlig unabhängig. Natürlich auch mit Verantwortung. Wir müssen uns mit dem Thema beschäftigen, müssen uns mit der Software auskennen. Aber wenn wir es mal so im Alltag vergleichen, schließe jetzt, oder ich habe vielleicht vor einer halben Stunde meinen Robo-Advisor-Vertrag abgeschlossen, dann würde mein Alltag, was das Thema angeht, sehr langweilig sein. Ich würde nichts mitbekommen. Es ist einfach so erledigt, jemand anders macht es. Wenn ich mir jetzt so den MetaTrader angucke und ich könnte jeden Tag in meine Trades reingucken, ich könnte mir hier den Charts ansehen, könnte mir was Neues überlegen, vielleicht beobachte ich auch den Algo und sehe, wo er Trades macht und wo er keine Trades macht oder wo Gewinne und Verluste macht, ich kann ihn optimieren. Finde ich persönlich ist ein sehr schönes Thema, was auch eigentlich sehr viel Spaß macht, wenn wir dafür gemacht sind. Klar, wenn wir sagen, lass mich bloß in Ruhe mit dem Thema, ich will einfach nur das Geld irgendwo anlegen, dann ist das hier, dann ist es für einen nichts. Aber ich glaube, die meisten sind auch einfach zum Trading gekommen, weil sie eigenständig handeln wollen, weil sie einfach tun und machen lassen, was sie wollen, egal wo, von wo und wann. Und weil es einfach ein, ja, wenn man es so sehen, auch ein kreativer Job ist, den wir in der Regel ja nebenberuflich oder vielleicht auch schon hauptberuflich durchführen, wo wir völlig frei in der Agierung sind. Wir können die Systeme backtesten. Das heißt, was auch immer viele denken, wir haben einen Roboter und wir wissen gar nicht, was der Roboter so im Notfall macht. Vielleicht verzockt er unser ganzes Geld in ein paar Sekunden. Wir haben ja immer die Möglichkeit, die sogenannten Backtests durchzuführen. Das heißt, ich kann ein System mit den Daten aus den letzten 5, 10, 20, 100 Jahre, wie lange es auch die Assets oder die historischen Daten gibt, kann das Ganze durchtesten und habe dann am Ende auch einen kompletten Backtest. Das heißt, ich weiß, was wäre in den letzten x Jahren mit dieser Strategie passiert. Da kann ich mir ganz genau jeden einzelnen Trade angucken, jeden einzelnen Tag kann ich vielleicht nachsehen, wann war die letzte Finanzkrise? Wann gab es ein Erdbeben? Wann gab es irgendwelche politischen Ereignisse? Und kann einfach mal sehen, wie reagiert eigentlich die Strategie dann in dem Zeitraum? Und kann das optimieren, kann es anpassen und ich weiß einfach ganz genau, wo ich dran bin. Aber ganz wichtig, hier gibt es weder bei dem Algo-Trading noch bei den Robo-Advisern irgendwelche Garantien. Wir wissen alle nicht, wie die Börse in der Zukunft funktioniert. Wir können einfach nur durch ausführliche Tests, durch gute Testverfahren, dadurch, dass wir uns nicht in die Tasche lügen, dass wir kein Curve-Fitting betreiben und durch die Vergangenheit einfach Werte ziehen oder Kennzahlen ziehen, mit denen wir in die Zukunft laufen. Ich habe einen Backtest durchgeführt von 2010 bis heute. Ich weiß, in den letzten 8 Jahren war zum Beispiel der maximale Drawdown, also die größte Verlustserie, beispielsweise 10%. Dann weiß ich schon mal für die Zukunft, dass ich in der Zukunft mindestens auch 10% Verlust in Kauf nehmen sollte. Ich kann also nicht sagen, puh, 3% habe ich jetzt verloren, das funktioniert irgendwie nicht mehr, ich mache jetzt aus und ich mache jetzt Market Profiling Trading oder Volumen Trading oder was auch immer oder irgendwelche anderen Systeme laufen lassen. Das kann ich nicht machen. Also die Werte aus der Vergangenheit sollten wir nutzen als Rahmen für die Zukunft, so gesehen als Gleise oder ja, Rahmen passt eigentlich für die Zukunft und uns daran orientieren. Machen wir dann im Live-Trading 10% Verlust, 11%, 12%, also haben wir einen höheren Drawdown, dann wird es natürlich spannend und kritisch, wenn wir eine höhere Verlustphase haben als in den letzten 8, 10 oder 15 Jahren. Aber das sind so die Alltagsthemen, mit denen wir uns beschäftigen, wenn wir es eigenständig betreiben. Wir können es anpassen. Wir können jederzeit hier oben auf Start und Stop drücken. Das ist das eigenständige Algo-Trading. Beim Robo-Advisor machen wir nicht viel, außer eine halbe Stunde Zeit investieren und dann haben wir die Sache auch schon erledigt. Gut, schauen wir auf die Folie. Dann sind wir soweit durch. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit. Ich gucke mal kurz auf die Fragen. Können gerne noch Ihre Fragen stellen.
Momentan sind hier keine drin. Und solange Sie nochmal überlegen, ob Sie ein paar Fragen offen haben, zeige ich Ihnen noch ein paar spannende Sachen. Passend zum heutigen Thema natürlich. So, was haben wir hier alles? Wenn Sie das Thema Algo-Trading oder das eigenständige Algo-Trading interessant finden, dann empfehle ich Ihnen auf jeden Fall mal einen Blick auf unsere Seite zu werfen, algo-scam.de. Denn hier gibt es eine Menge Informationen zu dem Thema Algo-Trading. Hier finden Sie eigentlich auch alles, was Sie benötigen, wenn Sie sagen, super, Thema finde ich spannend, möchte ich gerne umsetzen. Robo-Advisor finde ich zu langweilig. Algo-Trading ist dann doch was, was ich ausprobieren möchte. Dann können Sie sich einmal bei uns auf der Seite alles Mögliche angucken. Ich denke, was interessant ist oder was wir am meisten wollen, ist natürlich so die Handelssysteme. Hier haben wir einige, die Sie sich angucken können. Das neueste Produkt zum Beispiel bei uns sind auch die Algo-Trading-Signale. Da möchte ich gerne nochmal kurz die Transparenz zeigen, die wir nicht nur predigen, sondern auch wirklich live umsetzen. Hier haben wir beispielsweise ein Signaldienst, das heißt Roboter, eine ganze Farm von Robotern, die verschickt quasi Signale heraus an ihr Konto, wenn sie uns abonnieren. Und hier haben wir halt möglichst, ja, eigentlich alles gemacht, was wir machen können, um transparent zu sein. Wir haben hier ein Konto an myFXbook gebunden. Da können wir raufgehen, uns das ansehen. Wir sehen hier die Performance-Kurve mit den ganzen Kennzahlen. Wir haben einen Livestream bei YouTube. Wenn wir hier mal raufklicken, dann sehen wir hier einen Livestream auf unser Referenzkonto. Das heißt, das Konto, wovon die ganzen Signale später kopiert werden. Wir sehen hier die Orders, die am Markt sind, die Positionen am Markt sind, also noch mehr Transparenz. Wenn noch Ideen dafür sind, um noch mehr Transparenz anzubieten, gerne her. Wir haben auch gemerkt, dass das Thema sehr gut ankommt, gerade hier mit dem Livestreaming, dass man einfach nochmal ein Gefühl dafür bekommt, gerade wenn man frisch in dem Thema ist und sich fragt, was passiert da eigentlich auf dem Konto? Ist das so wie in den Kinofilmen, dass wir jeden Tag Hunderte von Trades im Konto haben, dass das Geld nur so reinfließt, oder ist es im Grunde genommen stinkend langweilig und wir haben ab und zu mal einen Trade. Das kann man gerade hier mit dem Live Streaming super verfolgen. Und wenn man noch ein bisschen ins Detail gehen möchte, guckt man sich das verifizierte Konto an, schaut sich an, wie groß waren die Gewinne und Verluste, wie waren die einzelnen Tage, wie waren die einzelnen Monate verteilt. Das alles haben wir hier aufgelistet. Und noch eine weitere kostenlose Sache für Sie. Der Forex-Screener, da gibt es jetzt auch eine große Partnerschaft mit FXBet. Der Forex-Screener ist gerade dann perfekt für Sie, wenn Sie manuell am Markt handeln oder gerade dabei sind, eine Strategie zu entwickeln. Denn der Forex-Screener, das ist ein Online-Screener, moderner Online-Screener, der läuft völlig ohne Plugin in Ihrem Browser und damit können Sie den gesamten Markt scannen. Ich hatte es, glaube ich, zwischendurch oder am Anfang mal gesagt, die Masse handelt eigentlich immer den Euro-Dollar oder den DAX. Wir handeln gerne das, was wir kennen oder das, was uns nah ist. Aber da gibt es so oft viel lukrativere Möglichkeiten, andere Assets zu handeln. Und mit dem Forex-Screener bekommen wir die Auswahl an Assets in 1, 2 Sekunden. Wir sagen, zeige ihm alle Assets an, die heute 20% gestiegen sind. Oder zeige mir alle Assets an, die 7 Candles in Folge grün waren und gestern 10% gemacht haben. Das alles können wir mit dem Forex-Screener einstellen und wir haben sofort die Auswahl. Das heißt, wir müssen nicht manuell alle Tausenden von Assets, die es am Markt gibt, manuell scannen, sondern der Forex-Screener macht das für uns im Browser, ohne irgendwelche Plugins, ohne sich etwas zu installieren, völlig schnell und ja, so gesehen automatisch. Gut, dann schaue ich noch mal auf die Fragebox. Da kamen ein paar Sachen rein. Was kann das System handeln und wie groß ist mein Einfluss auf das System? Was auch interessant wäre, die Performance. Wahrscheinlich meinen Sie ein Handelssystem konkret von uns. Wir haben einige Handelssysteme. Also das jetzt hier sind die Algo-Trading-Signale. Das heißt, das ist eine Wir haben ein Referenzkonto, ein Live-Konto, da laufen viele Handelssysteme drauf, die mit der Zeit auch abwechseln. Das heißt, neue kommen zu, alte werden abgeschaltet. Die können 1 zu 1 kopiert werden. Die Performance, die gibt es hier auf der Seite, da können Sie sich gerne nochmal genauer umsehen.
Was die klassischen Handelssysteme angeht, also die Export Advisor, da können Sie auch einfach auf die jeweilige Seite gehen und da haben wir auch den kompletten Backtest noch zum Download im Angebot. Also wir sehen hier die ganzen Kennzahlen über die einzelnen Jahre, die Performance über die Jahre. Wir können hier den kompletten Backtest runterladen. Zum Teil geht er über 600 Seiten. Also auch hier ist die Transparenz so wichtig. Und hier, ja, können Sie sich einfach mal ganz in Ruhe angucken, wie diese Systeme so laufen und was vielleicht zu Ihnen am besten passt von der Frequenz her, von der Rendite, vom Drawdown her oder ähnliches. So, dann schaue ich mal noch weiter. Ich hätte mir etwas mehr Praxistipps erwartet, wie und wo man Algo-Trading-Algorithmen einsetzen kann und wie man den Einstieg findet. Tipps zum Einstieg. Ja, vielen Dank für das Feedback dazu. Da kann ich auf jeden Fall der Webinar-Übersicht auf der Seite von FXWirt empfehlen. Und da haben wir nämlich die komplette Übersicht mit allen Webinaren, die wir schon gemeinsam mit FXWirt durchgeführt haben. Und da gibt es auch sehr, sehr viele Videos zu den klassischen Einstiegsfragen, zu Tipps, wie finde ich ein passendes Handelssystem, worauf kommt es an, wie achte ich darauf, dass ich keine falschen Handelssysteme mir ins Depot hole. Das haben wir schon sehr, sehr ausführlich behandelt und die ganzen Aufzeichnungen gibt es da auch kostenlos zum Ansehen. Ja, genau. Das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. So, die nächste Frage. Wie groß ist der Zeitaufwand, um ein eigenständiges System zu erarbeiten? Ein eigenständiges System zu erarbeiten verstehe ich darunter, dass wir mit einer frischen Idee anfangen. Das heißt, ich habe vielleicht etwas beobachtet im Chart und sage mal, das möchte ich mal genauer untersuchen, bis hin zum fertigen Handelssystem, dem wir echtes Geld an die Hand geben und was dann automatisch handelt. Dazwischen sind sehr, sehr viele Schritte. Wir müssen erstmal die Strategie manuell erarbeiten. Wir müssen sie im Chart erarbeiten. Wir müssen sie erstmal von mir aus mit Stift und Papier backtesten. Wir müssen sie programmieren. Wir müssen sie backtesten, anpassen, backtesten, anpassen, programmieren. Das ist ein sehr großer Zeitaufwand. Also natürlich abhängig davon, wie viele Stunden wir am Tag investieren, aber der Workflow zwischen der ersten Idee bis zu den ersten 100 oder 1000 Live-Trades, der ist sehr groß, aber auch dazu haben wir schon ein oder zwei Webinare gemacht. Da kann ich auch nochmal die Webinar-Mediathek von FXWirt empfehlen. Den Ich Link glaube, die haben sie. dazu habe ich in den Chat kopiert. Perfekt, perfekt. Da haben wir das Thema auch schon ein paar Mal behandelt, aber der Zeitaufwand, der ist nicht zu unterschätzen. Also, wenn wir es wirklich ordentlich angehen, können wir schon mal sagen, dass wir da einen Monat dran sitzen. Wenn wir sehr fix sind und das Programmieren uns liegt und wir das ganze Thema wunderbar kennen, dann brauchen wir vielleicht nur eine Woche. Vielleicht brauchen wir auch nur 3 Tage, um das Ganze schnell hinzuarbeiten. Aber wir dürfen auch mal nicht vergessen, wir wollen ja hier langfristig mit Geld verdienen. Wir wollen dem Ganzen echt Geld anvertrauen, was wir uns selbst hart erarbeitet haben. Und da sollten wir schon nichts übers Knie brechen, denn wir wollen ja kein System entwickeln, das jetzt 2, 3 Tage funktioniert, sondern wir möchten schon, dass das System monatelang, jahrelang funktioniert, ohne allzu große Anpassung. Gut, dann sind soweit alle Fragen beantwortet. Falls noch immer Fragen auftauchen oder so in den nächsten Minuten wahrscheinlich noch kommen werden, dann freue ich mich über E-Mails. Alternativ auch gerne an FXWirt, dann werden die Fragen auch weitergeleitet oder direkt von dem Team beantwortet. Und ja, dann sind wir auch schon am Ende angekommen. Ja, super. Vielen Dank, David. Genau, also Fragen gerne auch an uns schicken. Wir leiten das weiter. Oder du kannst ja gerne auch deine Kontaktdaten nochmal zeigen, David, wenn du magst, Ja, welche genau. E-Mail-Adresse man dir auch die Fragen entsprechend schicken kann. Genau, wenn man auf unserer Seite ist, dann geht man am besten einfach hier rechts mit der Maus auf Kontakt. Und dann gibt es da das Kontaktformular, wo man einfach die paar Daten angeben kann. Genau, hier kommen wir auch schon so. Gehen wir einfach die Daten an und dann wird es automatisch an uns weitergeleitet und dann antworten wir auch schon direkt. Alternativ, wer lieber eine E-Mail schicken möchte, ganz einfach an mail@algocamp.de. Dann kommt die Frage auch an der richtigen Stelle an. Und wie eben schon erwähnt, die Aufzeichnung der Webinare mit dir zusammen, mit AlgoCamp zusammen, den Link dazu habe ich jetzt auch nochmal in den Chat kopiert.
und da können Sie entsprechend alles nochmal nachvollziehen. Ansonsten die Aufzeichnung von heute wird dann auch morgen so schnell wie möglich online kommen. Und den nächsten Termin, Donnerstag, habe ich auch in den Chat kopiert. Da werden wir uns den Forex-Screener anschauen, beziehungsweise David wird uns den mal genauer erläutern, beziehungsweise vorstellen. Ja, freue ich mich drauf. Und von meiner Seite aus vielen Dank nochmal für die Teilnahme, dass Sie bei dem Thema immer regelmäßig dabei sind. Ja, finde ich schön. Und natürlich David, vielen Dank für das Webinar heute wieder mit dir zusammen. Wir hören uns an der Stelle wieder am Donnerstag und wie immer hast du das letzte Wort und ja, wünsche nochmal einen schönen Abend. Ja, vielen Dank. Ich bedanke mich auch bei Ihnen für Ihre Zeit. Freut mich immer wieder, wenn so viele Leute noch mit dabei sind bei dem, wie ich finde, sehr spannenden Thema. Da haben Sie sich auf jeden Fall das richtige Webinar herausgesucht. Und ja, scheuen Sie sich nicht, Ihre Fragen zu stellen. Das Thema Automatisierung generell, das ist natürlich, es wird einfach immer stärker kommen. Wir merken es ja in unserem Alltag. Zu Hause lassen sich die Lichter, die Heizung, der Fernseher, lässt sich alles schon automatisiert starten. Zum Teil startet es sich automatisiert. Die Autos brauchen uns eigentlich nur noch, weil die Gesetze das vorschreiben. Und bei den Finanzen macht die Automatisierung auch keinen Halt. Von daher kann ich immer nur dazu raten, sich nicht vor dem Thema Automatisierung zu scheuen. Das ist ein sehr spannendes Thema und wird in der Zukunft auch immer stärker werden und interessanter werden. Und wenn wir ja, mit dem Sprichwort mit der Zeit gehen, dann gehen wir nicht mit der Zeit. Und von daher kann ich nur dazu raten, unbedingt sich in das Thema mal einzulesen, sich mit zu beschäftigen. Und ja, nochmals vielen Dank und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und würde mich sehr freuen, wenn wir uns im nächsten Webinar wiederfinden. Da haben wir den Forex-Webinar, den wir genauer vorstellen. Da sehen wir auch ein bisschen mehr Praxis, ein paar Charts, ein paar Trading-Gelegenheiten und das kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. In diesem Sinne, vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Tschüss zusammen.